Willkommen zurück bei Dune. In der letzten Folge haben wir ja einen Haufen Fremen von uns überzeugt, ein paar Sandkriecher akquiriert, ja, und ein bisschen nach Gewürz gesucht. Und dann haben wir eine neue Freundin gefunden aus einem Siege, die mit uns kommen durfte. Und jetzt sollen wir in die Wüste gehen, ganz allein. Vorher gucken wir aber nochmal ins Buch, ob es was Neues gibt. Sandkriecher, riesige, genau, haben wir schon gesehen. Okay, da gibt es also nichts Neues. Dann gehen wir jetzt allein in die Wüste. Denke daran, ja, die wichtigste Aufgabe. Wissen Bescheid. Hübscher Palast. Ja. Ja. Der Anblick hat dich sicherlich beeindruckt. Denk daran. Gewürzproduktion ist das oberste Gebot. Du noch was? Gewürzvorräte. Wie viel haben wir nochmal? 2000. Okay. Dann gehen wir jetzt allein in die Wüste, ja? Bleib hier. Und Hara, du musst auch mal hier bleiben. Herrlicher Sonnenuntergang heute, nicht? Ja. Hübscher Palast. Ja? Bleib hier. Ich bleibe hier, wenn du möchtest. Doch du scheinst nicht zu wissen, was du eigentlich willst. Folge mir, bleib hier. Ja, was denn nun? Bleib doch mal hier, dass wir mal kurz warten können. Mensch. So, jetzt warten wir auf den Morgen. Eine Nachricht ist im Palast eingetroffen. Eine Vision. So, dann gucken wir mal, was da für eine Nachricht ist. So, ich nehme dich wieder mit. Vielleicht geht er morgen nicht. Komm mit. Ich bin immer noch bereit, dir zu folgen. Auch wenn du mich letztes Mal hast stehen lassen. Nachricht, neue Nachricht ansehen. Imperator Shaddam IV. Ich möchte heute eine Schiffsladung von 1120 Kilo Gewürz haben. Wie bitte? Gut. Na dann. Die Hälfte von dem, was wir haben, Hier siehst du, dass wir gestern mehr Gewürz produziert haben als vorgestern. Ja, ja. Der Imperator hat auch um eine Schiffsladung Gewürz gebeten, oder? Wir können ihm die geforderte Menge schicken. Im Moment haben wir genug Gewürz vorrätig. Diskutieren wir das mal aus. Wir können ihm unseren gesamten Lagerbestand schicken. Das ist ziemlich viel. Diskutieren. 50% mehr als gefordert, das ist kein Problem. Gut, das machen wir. In Ordnung, Paul. Wir sollten gleich zum Kontrollraum gehen und dem Imperator die Nachricht senden. Dann komm mal mit. Gut, los. Komm, lass uns gleich zum Kontrollraum gehen. Und da macht's fort, das Gewürz. Die Ladung Gewürz wurde verschifft. Lass uns abwarten, wie der Imperator darauf reagiert. Wir haben ihm mehr geschickt, als er verlangt hat. Wenn er damit nicht zufrieden ist, weiß ich auch nicht weiter. Aha, die Antwort ist gerade eingetroffen. Wie lautet die Nachricht? Deine Ladung Gewürz ist gerade eingetroffen. Mehr als ich verlangt hatte. Ich bin sehr erfreut. Ich werde mich in 7 Tagen wieder melden. Okay. Na dann melde dich mal in 7 Tagen. Schau, Paul ist wieder da. Er sagt, er weiß über die Nachricht, die gerade eingetroffen ist, Bescheid, Paul. Du hattest eine Vision, nicht wahr? Hm, Vision. Und all das Zeug verstehe ich nicht. Woher wusste er das? Gut, komm nachher zu mir, Paul, und ich werde alles erklären. Egal, kommt alle auf den Balkon, ich möchte mit euch reden.
Seht euch gut um, sagt mir, was seht ihr? Ich? Ich sehe Dünen. Ich dich danken. Sanddünen. Dank Pauls diplomatischen Bemühungen können wir nun hierbleiben. Mit der Unterstützung unserer Freunde der Fremen. Haras Anwesenheit ist der Beweis dafür. Eine alte Prophezeiung der Fremen besagt, dass ein Mann kommen und unserem Volk Glück bringen wird. Ich bin sicher, dass Paul dieser Mann ist. Interessant. Na, jedenfalls hat Paul 11 Sieges besucht. Dabei haben wir jetzt mehr Trupps. Gut gemacht, Paul. Gurney, hast du... Aber wo ist Gurney? Hat irgendjemand ihn gesehen? Denk dran, das ist unsere wichtigste Aufgabe. Ja, ich dachte, wir sollen Gurney suchen. Oh, Paul, ich spüre solche Kraft in dir. Könnte er der Erwartete sein? Glaub mir, Paul, ich spüre, dass deine Kräfte zugenommen haben. Hast du die Bedeutung der Veränderungen, die seit deinem Aufenthalt in der Wüste stattgefunden haben, erkannt? Du kannst nun Fremen in einem bestimmten Bereich erreichen. Dieser Bereich wird sich bestimmt mit den zunehmenden Erfahrungen vergrößern. Aber was diese Vision betrifft, diese Visionen hängen mit deiner Ausbildung zusammen, der Bene Gesserit-Schule. Wegen der großen Mengen von Gewürz kommt es zu unerwarteten Visionen von Ereignissen, Orten, an denen du dich nicht befindest. Okay, und was sagst du? Ein wenig kalt. Musst du mal näher zur Heizung gehen. Wo ist denn der Duncan? Hier siehst du bla, vergiss nichts. Ja, okay. Also der hat auch nichts zu sagen. Wo ist denn da? Gute. Also da muss er ja irgendwo noch sein. Doch nicht im Schlafzimmer sein? Nee. Draußen auf dem Balkon ist er auch nicht. Der Anblick hat dich sicherlich beeindruckt. Gurney Halleck ist verschwunden. Er ist doch vor einer Weile noch im Palast gewesen. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Geh mit deiner Mutter und such nach Gurney. Okay, Jessica, wo kann Gurney nur sein? Komm mal mit hier. Wir sollten nach ihm suchen. In diesem Raum fühle ich nichts Ungewöhnliches. Wie sieht's denn hier aus? Auch nichts Ungewöhnliches. Ich habe hier rechts eine Geheimtür gefunden. Jetzt geht's auch noch nach rechts. Oh-oh. Ah, die Tür hinter dir. Falle, sag's dem Herr zu. Gurney. Gurney. Wenig kalt, ich sag's auch immer noch. Der ist immer noch kalt. Dann sag mir's ein Herzog. Okay. Ich werde hier bei Gurney bleiben. Gurney. Ich werde versuchen, Gurney aufzurichten. Versuch das mal. Was? Gurney Halleck ist bewusstlos? Dieser Palast ist voller Fallen. Ah, diese Harkonnen werden dafür bezahlen. Geh zu Tufir Hawat, unserem Mentaten. Er hat den Palast erkundet und ihn nach Fallen abgesucht. Du findest Tufir im Kontrollraum. Kontrollraum einmal, bitteschön. Paul, wie schön, dich wiederzusehen. Der Herzog bat mich, dir zu helfen. Als Mentat werde ich unsere strategische Position unseren Gegnern, den Harkonnen, gegenüber analysieren. Oh ja, Fallen zu finden ist meine Spezialität. Aber die, die du erwähnst, muss ich wohl übersehen haben. Zeig sie mir. Das heißt, du willst mitkommen, ha? Komm mit. Los, gehen wir. Die Falle konnte leicht gefunden werden. Ich habe sie gerade entfernt. Dahinter befindet sich eine Rüstungskammer. Lass uns in die Rüstungskammer gehen. Ich muss mit dir sprechen. Ich habe versucht, die Tür hinter dir zu öffnen. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Diese Rüstungskammer ist sehr interessant für mich. Vergiss nicht, dass ich ein Experte in Kampftechniken bin. Schließlich habe ich auch dich ausgebildet. Gurney hat das Bewusstsein wiedererlangt. Hab ich gemerkt. Hübsche Rüstung, wirklich sehr schön. Ich habe diesem Mann befohlen, die Tür zu bewachen. Hast du daran gedacht, die Fremen gegen unsere Gegner, die Harkonnen, einzusetzen? Wir müssen Gewürz abbauen, andernfalls wird der Imperator uns von dem Wüstenplaneten vertreiben. Aber die Harkonnen sind hier auf diesem Planeten und sie kontrollieren fast ein Viertel des Planeten.
Früher oder später werden sie sich gegen uns stellen. Darauf müssen wir vorbereitet sein, Paul. Paul, hör mir zu. Ich glaube, dass die Fremen fabelhafte Krieger abgeben könnten. Wenn du einen ihrer Anführer auf deiner Seite hättest, einen Anführer, der großen Respekt unter den Fremen genießt. Frag alle Fremen, die du kennst, auch Hara, wie du willst, aber bring mir einen Anführer der Fremen. Ich bin sicher, dass es ihn gibt, irgendwo auf diesem Planeten. Hast du daran gedacht, die Fremen gegen unsere Gegner, die Harkonnen, einzusetzen? So, Hara, was sagst denn du dazu? Ich habe von einem Fremen gehört, einem großen Mann, aber ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Ja? Tja. Einen Anführer suchen wir jetzt. Können ja jetzt auch von weiter her kommunizieren. Mit dem was sagen? Oh, Paul Atreides, nun kannst du uns auch über weite Entfernungen erreichen. Großartig. Wir haben seit mehreren Tagen nichts von dir gehört. Meine Truppe ist in Cardi Tuek stationiert. Seit 5 Tagen sind wir mit dem Gewürzabbau beschäftigt. Unsere Fördermenge ist auf 2 Kilo pro Stunde gesunken. Es wird immer schwieriger. Naja, von 3 auf 2. Es ist eine neue Aufgabe für uns. Wir werden nur mit der Zeit besser werden. Soll ich das wiederholen? Nö. Eigentlich. Mein Trupp ist in Habana Timin stationiert. Wir wurden mit dem Gewürzabbau beauftragt, aber wir können noch nicht damit beginnen. Ja, ich kenne einen bedeutenden Fremen, Stilgar. Wir alle respektieren ihn. Dieses Gewürz wurde abgesucht, bevor. Na gut, die Absucher sind ja da unterwegs. So. Gucken wir mal, die müssten ja schon hier unterwegs. Ah, da drüben sind sie. Gewürzdichte. Hier oben ist am wenigsten. Vielleicht schicken wir die hier rüber noch. 2 rüber. Wir haben seit mehreren Tagen nichts von dir gehört. Meine Truppe ist in Kardak stationiert. Seit 5 Tagen sind wir beschäftigt. 2 Kilo pro Stunde. Harkonnen in der Nähe. Nein, geh mal hier rüber, wo es zu viel gibt. So. Noch mal die Gewürzdichte gucken. Ach, hier waren ja eh keine. So, und das Sand. Die. Die Erkunder sind hier. Genau. Na gut. Ausblenden die Karten. Ja, Hara, was sagst denn du dazu? Oh ja, Stilgar, ich weiß, wo er geboren wurde. Ich kann dich dorthin führen. Frag mich noch einmal, bevor du einen Ornithopter nimmst. Ich habe auf deiner Karte ein Siege markiert, ziemlich weit westlich vom Palast. Stilgars Heimat ist nicht weit davon entfernt. Ja? Okay. Ja, bleib mal hier, Tufir. Wie du willst, Paul, ich bleib hier. Dann können wir doch den anderen mitnehmen, der so ein Truppenausbilder sein möchte. Gurney Halleck nur mit. Komm mit. Nun gut, aber nur um mit dir in die Rüstungskammer zu gehen. Was? Diese Rüstungskammer ist sehr interessant für mich. Vergiss nicht, dass ich ein Experte, hast du doch schon gesagt. Als ein Meister der Waffenkunst erregen diese Waffen natürlich mein Interesse. Sie könnten mir Hinweise darauf geben, wie wir hier einen Kampf durchführen könnten. Tufir hat recht. Wir müssen bereit sein und ich möchte daran teilhaben. Ich werde zunächst hier bleiben, aber ich hoffe, die Fremen bald in unserer Waffenkunst unterweisen zu können. Na, dann bleibst du halt hier. Ja, ja. Großartig. Wollte ich nun gleich mal mitnehmen. So. Der ist ja weit entfernt.
Sprung zum Ziel. Oh, leer. Von hier aus müssen wir in nordwestlicher Richtung fliegen, um Stilgars Heimat zu finden. Okay, nordwestlicher Richtung. Aha. Irgendwo hier. So, auf geht's. Kann ich am Schnitt leicht ein bisschen beschleunigen. Einen Augenblick, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dort rechts einen Siege gesehen. Na, dann nicht wie hin. So. Stilgar, Mensch. Du bist Paul Atreides, der Sohn des Herzogs Leto Atreides. Du bist zu unseren Leuten gekommen. Dies Verhalten ehrt dich und du verdienst, mit Interesse angehört zu werden. Sprich mit mir, habe ich doch gesagt. Mensch. Dann komm mit mir. Wenn wir unsere Kräfte vereinen, können wir diese Eindringlinge, die Halkonnen, zurückschlagen. Wir werden dich Muad'Dib nennen. Das ist der Name der Maus, deren Schatten auf dem zweiten Mond von Arrakis zu sehen ist. Dein Wasser wird mit unserem zusammenfließen. Das ist ja spitze. Und wer bist du? So, du bist also dieser Muad'Dib, von dem wir schon gehört haben. Folgt mir. Ja, ich glaube an dich, Muad'Dib. Deine Männer? Nee, meine Männer und ich sind bereit, dir zu helfen. So. Befehle. Motivation 20%. Truppenaufgabe. Armeespezialist. Geht doch nichts über eine gute Ausbildung. Ausrüstung verändern. Messer. Gut, dass wir einige Krüssmesser haben. Meine Männer werden das zu schätzen wissen. Spitze. So. Wir haben unsere Gewürzsuche hier in Habanya Timin beendet. Spitze. Du reist gern umher, nicht? Ja. Wir müssen weitere Fremen für unsere Sache gewinnen, sonst haben wir keine Chance, die Halkonnen zu besiegen. Natürlich, ich kenne die Sieges in der Umgebung sehr gut. Warum versuchen wir nicht gemeinsam dorthin zu kommen? Ich würde auch gern den Herzog und deine Mutter kennenlernen. Die Leute erzählen viel über sie. Na, dann nehmen wir erstmal Ornithopter und gucken mal was. Wir arbeiten uns mal vor. Erstmal unten lang. Rein da. So, du bist also dieser Muad'Dib, von dem wir schon gehört haben. Ja, folg mir. Ja, Muad'Dib, ich möchte auf deiner Seite sein. Mögest dir und Stilgar gelingen, unserem Volk den ersehnten Neubeginn zu bringen. Truppenaufgabe. Werde Armeespezialist. Es geht doch nichts über eine gute Aufgabe. Du kriegst auch so ein Messer. Gut, dass wir einige Krüssmesser haben. Meine Männer werden das zu schätzen wissen. So, weiter geht's. Hier hoch. Oh, hier ist ein Ornithopter noch. Willkommen in Erksun Tabor. Wir haben dich vom anderen Siege aus kommen sehen. Folg mir. Ja, ich glaube an dich, Muad'Dib. Meine Männer und ich sind bereit, dir zu helfen. Fehler an Trupps. Aufgabe wählen. Armeespezialist. Geht doch nichts über eine gute Ausbildung. So, hast du auch noch irgendwas? Oh, oh, oh. Hier ist unbenutzte Ausrüstung. Kriegen wir denn die darüber?
Na gut. Gut. Der ist leer. Warum ist der leer? Das ist ein weiterer Frame für unsere Sachgewinn, sonst haben wir keine Chance, die Halkonnen zu besiegen. Ich würde auch gern, ja. Hier gibt's keine Fremen-Trupps. Jemand ist hier gewesen. Einige Dinge wurden zurückgelassen. Können wir ganz gut gebrauchen. Aha. Was ist denn hier zurückgelassen? Ah, Chris-Messer und ein Ornithopter. Ah, Ornithopter ist wahrscheinlich meiner. Auf geht's zum nächsten. Bist du Muad'Dib? Die Stimme der Außenwelt? Folgt mir. Ja, Muad'Dib, ich möchte auf deiner Seite sein. Möge es dir und Stilgar gelingen, unser Volk den ersehnten Neubeginn zu bringen. Mein Trupp ist in Erx und Tuhek stationiert, wartet auf deine Befehle. Es geht doch nichts über eine gute Ausbildung. Dann geh mal dorthin. So. Gehen wir jetzt zum Gewürzsucher und geben den neue Aufgaben. Wir sind die Gewürzjäger. Endlich fertig sind wir hier in Abayantimin. Befehle an Trupps geben. So. Zeig mir die drei nächsten. 1, 2. So. Und jetzt zurück zum Schloss. Ich wusste, dass du einen würdigen Fremen finden würdest. Gut. Geh und stelle Stilgar deinen Vater vor. Wie findest du denn? Ich würde auch gern, ja, gut. Ich wollte nur wissen, wie du das Schloss findest. Dann warte mal erstmal hier lang. Stilgar ist der Mann, den wir suchen. Okay. Weiter geht's. Dies sind unsere augenblicklichen Gewürzvorräte. 3500, ne? Das hat sich doch gelohnt. Hier siehst du, dass wir gestern mehr gewürzt als vorgestern. Das ist schon mal gut. Die nächsten Forderungen des Imperators wird in 5 Tagen eintreten. Hoffentlich nicht zu hoch. Paul, ich freue mich, dich zu sehen. Wen hast du denn da mitgebracht? Ich kenne ihn, Leto. Es ist Stilgar. Alle Fremen halten ihn für einen großen Mann. Sie erweisen ihm großen Respekt. Herzog Leto Atreides, das Volk der Fremen möchte dir bei deiner Ansiedlung hier behilflich sein. Eure Feinde, die Harkonnen, haben die Fremen seit jeher schlecht behandelt. Sie verachten uns, versklaven uns, töten uns. Wir würden euch gern beistehen. Wir sind durch dein Vertrauen geehrt, Stilgar, und nehmen deine Hilfe gern an. Ich bin froh, dass mein Sohn in so guter Gesellschaft ist. Euer Sohn ist ein bemerkenswerter Mann. Es gibt nur wenige seinesgleichens. Er kennt bereits 17 Sieges und 12 Truppenanführer. Wir sprechen oft über ihn und seine Mutter. Diese alte Prophezeiung, weißt du? Ich war sehr begierig, dich kennenzulernen, Jessica Atreides. Ich spüre eine Kraft in dir, Stilgar. Paul, ich vertraue Stilgar. Du hast den richtigen Mann gefunden. Ich bin sicher, dass seine Anwesenheit dir viele neue Möglichkeiten eröffnet.
Aha. Okay, Stilgar, hast du noch was zu sagen? Ein beeindruckender Palast. Ja, und da würde ich sagen, gucken wir uns jetzt nochmal einen Spiegel an. Und die Augen sind wieder ein bisschen blauer geworden. Ne? Und beim nächsten Mal gucken wir, was unsere Truppen dann machen und ob wir sie ein bisschen geschickter einsetzen können. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronir. Tschüssi.